So, da hat sich mein PC natürlich mal wieder aufgehängt. Ich habe den Kampf leider schon geschafft, habe es erst danach festgestellt. Also müsste ich diesen Kampf jetzt einfach nochmal machen. Aber so wirklich schwer war der jetzt natürlich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder sterben, nachdem ich das gesagt habe. Aber nein, es geht. So, hey, du bist voll die Herausforderung und so. Hat dir schon mal jemand gesagt? Was ich beim letzten Mal noch gesagt habe, ist wahrscheinlich auch nicht rausgekommen. Er erinnert mich ein bisschen an die Kämpfe gegen Bumbum oder die Cooperlinge. Einfach draufspringen, ohne dass er wirklich was tun kann und schon ist vorbei. Hey. Gut, ich habe auf jeden Fall zu meinem alten Aufnahmeprogramm zurückgewechselt. Da müsste die Qualität ein ganz klein wenig, ich denke mal fast nicht merklich, schlechter sein. Der einzige Nachteil ist halt, dass ich nachträglich meine Stimme nicht mehr dem Sound anpassen kann, falls ich da mal was falsch eingestellt habe. Deswegen hatte ich auch erst die andere Aufnahmemethode für meine neue Aufnahmeposition genutzt, denn, naja, macht natürlich nur Sinn, wenn ich nicht weiß, ob jetzt der Abstand zum Mikrofon sich irgendwie groß verändert hat und ich vielleicht leiser oder lauter bin als sonst. Aus dem Grund, ja, habe ich mich dazu entschieden, die anderen Aufnahme zu nehmen, das neue Aufnahmeprogramm zu verwenden, aber wie gesagt, das kann mein PC einfach nicht, der stürzt einfach zu häufig ab. Egal, Kokos Zeitmaschine habe ich beim letzten Mal noch kurz gemacht. Und da wurde gefragt, ob ich Coco auf meinem Abenteuer begleiten soll. Und da es Kokos Zeitmaschine ist, habe ich persönlich die Theorie aufgestellt, ist Coco ein Charakter, der erst in einem späteren Crash-Teil aufgetaucht ist, vielleicht als spielbarer Charakter. Und jetzt halt auch in Crash 1 in der Insane-Trilogie integriert wurde, wenn man die sowieso mit reingebracht hat, wegen den anderen beiden Teilen. Kann das sein, dass deswegen Kokos Zeitmaschine ist, wo man sie bekommt? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir in den Kommentaren auf jeden Fall mitteilen. Denn das ist das Einzige, was für mich Sinn macht. Ich habe von Coco vorher noch nichts gehört. Aber wie gesagt, der Begriff Zeitmaschine hat sich ein bisschen verwirrt. Ansonsten scheint sie sich genauso zu steuern wie Crash. Ich weiß nicht, ob man sonst irgendwelche Vorteile mit ihr hat, außer dass sie anders aussieht. Mal gucken. Frage ist, ob es hier wirklich verschiedene Welten gibt oder nicht. Wir wollen nicht auf 100% gehen, also kann ich das Ding ja ignorieren. Wie gesagt, die Frage ist halt, gibt es hier wirklich verschiedene Welten? Oder war das jetzt quasi eben der erste von ein paar Bossen? Und man folgt einfach dieser Linie an Leveln, bis es vorbei ist. Das kann durchaus sein, weil ich bin mir halt nicht sicher, ob die Prozentanzeige, die da stand, jetzt haben wir übrigens das Zeichen da weggeschleudert, damit werden wir den Bonus in diesem Level wohl nicht erreichen. Damit brauche ich auch keine Kisten mehr sammeln, denn damit sind die 100% auch schon dahin. Okay, der Sprung ist etwas weiter, als ich gedacht habe. Weg. Okay, jetzt haben wir eine neue Chance, hier was einzusammeln. Keine Regeln. Weil wir das weggeschleudert haben, oder was? Das kann aber ein bisschen verspätet. Aber auf dem Zeichen der Trophäe war eben das Gesicht von dieser komischen weiblichen Bandicoot eingezeichnet, weil aber Coco ist auch ein weiblicher Bandicoot. Wie gesagt, das wirkt für mich alles so, als wenn sie vielleicht ein spielbarer Charakter aus einem späteren Crash Bandicoot Teil war. Oder ist. Und hier eben im Zuge der Insane-Trilogie eben auch mit reingefügt wurde. Oh, wir haben jetzt die doppelte Maske. Die erinnert mich ein bisschen an Sparks. Die Libelle aus Spyro. Wenn man mit der, oder wenn man der Schmetterlinge zu fressen gegeben hat, hatte sie sich ja auch erst, also ist sie erst erschienen, wenn man keine mehr hatte, dann ist sie, glaube ich, ist sie standardmäßig blau oder standardmäßig grün gewesen? Ich glaube, die standardmäßig grün gewesen, ist nach einer Libelle blau geworden, nach einer weiteren Libelle, oh, jetzt habe ich schon wieder weggeschleudert. Nach einer weiteren Libelle ist sie gold geworden und je nachdem, wie gesagt, wie viele Farben sie hatte, konnte sie eben, also konnte man sich eben so viele Treffer erlauben. Das ging dann halt rückwärts. Wenn sie gold war und hat einen Treffer bekommen, ist sie blau geworden. Wenn sie blau war und hat einen Treffer bekommen, ist sie grün geworden. Wenn sie grün war und einen Treffer bekommen, hat man sie komplett verloren. Und die hat eben zusätzlich für einen auch noch die Juwelen, Diamanten, Rubine, was auch immer das dargestellt ist, oder dargestellt hat, eingesammelt um einen herum. Und wenn sie eben nicht mehr da war, hat sie es nicht mehr getan, musste sie alle Pixel genau einsammeln. Dementsprechend wollte man zumindest immer einen existenten Sparks haben. Ob er jetzt immer in der höchsten Farbe sein musste oder nicht, war halt so eine Sache. Aber so ein bisschen daran erinnert mich dieser Akku eben auch. Nur, dass man eben
beim letzten, beziehungsweise beim dritten Einsammeln eben keinen goldenen bekommt. Also man kommt auch in goldenen, aber der hat eben nicht denselben Effekt, dass man einfach einen Treffer mehr aushalten kann. Sondern man wird dann sogar komplett unverwundbar. Vielleicht hat man da aber sich gegenseitig etwas abgeschaut. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches von den beiden Spielen zuerst erschienen ist. Das Leben will ich noch haben. Hey, geschafft. Da wir jetzt, glaube ich, alle Truhen mitgenommen haben bis zum jetzigen Zeitpunkt, wollte ich das Bonuslevel dann natürlich jetzt auch noch schaffen. Aber es fehlen noch voll viele. Hier ist schon wieder so ein Ding. Hä, Moment. Oh, hier gibt es noch drei andere Masken. Okay, ich glaube, ich habe was verpasst. Wenn wir nur eine davon haben. Oh, nö, wo war der letzte Checkpoint? Wow. Okay, Checkpoints werden automatisch bei Bonusleveln gemacht. Zumindest das. Habe ich zwei von den Masken verpasst, dann muss man dafür wieder zurückkommen. Ist das die Schwierigkeit, dass diese komischen Frankenstein-Masken oder was das da darstellen soll, dass man für die extra wieder zurückgehen muss? Nein, wir haben sau viel verpasst. Okay, wir haben ein komplettes Bonuslevel verpasst. Aber eben zwei von diesen Masken? Das ist sehr merkwürdig. Vielleicht hat das aber eben auch wieder was damit zu tun, dass wir diese komischen Plattformen da noch nicht verwenden können. Vielleicht wäre ich ja durch die noch an irgendwie an die zwei Masken gekommen. Man weiß es nicht. Also man weiß es schon, aber ich weiß es nicht. Sieht man dann ja. Die Wumperinseln. Okay, hier kann ich sie nicht wählen. Beim Bosslevel konnte ich sie auch nicht wählen. Ist das dann wieder ein Bosslevel? Hogwild? Halte Sprung gedrückt, um von Trommeln höher abzuspringen. Okay. Also Trommeln sind so die Notenblöcke des Crash-Universums. Ach du Scheiße. Und das ist quasi der Autoscroller des Crash-Universums, oder wie sehe ich das? Okay, da ist dann wohl wirklich nur Crash gemacht. Bis jetzt alles eingesammelt. Oh, scheiße. Ich dachte, ich könnte ihn einfach wegrammen. Scheinbar nicht. Fuck you! Okay, wie weiche ich dem vernünftig aus? Kann ich mit dir eigentlich noch irgendwas tun? Alter! Wie soll ich dem ausweichen? Das kann doch nicht wahr sein! Ich muss halt links laufen, weil ich sonst die Truhe nicht kriege, aber eigentlich muss ich rechts sein, damit ich an dem vorbeikomme. Oh Gott, das funktioniert. Ah, deswegen der Trommeltrick. Was? Ich soll da nach links und die Truhe einsammeln, aber gleichzeitig nach rechts, um an dem Typen vorbeizukommen. Sehe ich das richtig? Du warst rechts, du warst links. Das funktioniert nicht. Die Truhe kriege ich nicht. Die kannst du vergessen. Die Truhe kann ich nicht. Die geht nicht. Oh Gott, das geht doch. Checkpoint. Hilfe, rechts. Rüber. Es kam lange kein Checkpoint mehr drunter durch. Rüber. Nein! Hä? Das war genau in der Mitte. Ich hätte weder drunter durchgekonnt, noch drüber gekonnt. Es kam halt 3 Stunden lang kein Checkpoint. Oh, da schaffe ich das hier im First Try so wunderbar. Und dann kommt einfach 3 Stunden lang kein Checkpoint. Ich hasse das Spiel. So.
So. Hä? Ich versteh's nicht. Also für drüber ist es zu hoch, aber für drunter ist es zu niedrig. Da war ich gerade ein bisschen Brain AFK. Weil ich die ganze Zeit im Kopf schon bei dieser Stelle da war und mir überlegt habe, wie ich das irgendwie schaffen soll. Also hier drüber, das ist relativ offensichtlich. Hier drunter, das ist auch relativ offensichtlich. Und hier, ich versuche einfach mal früher zu... Ah, früher zu springen funktioniert, dann kommen wir insgesamt höher. Und der letzte war ein bisschen Lack. Puh. Und alles eingesammelt. Aber sau viele Leben verbraucht. 19%, das kann doch nicht vom Gesamtspiel sein, oder? Aber von den Wumperinseln, dann wäre das Spiel riesig. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie viele Welten es insgesamt gibt. Da steht aber nicht 19% der Wumperinseln geschafft, sondern steht 19% abgeschlossen. Native Fortress, wir können wieder zu Coco wechseln. Ich finde Coco übrigens optisch wesentlich sympathischer als Crash, deswegen nehme ich Coco. Das ist auch der Grund, warum ich damals mich niemals für Crash interessiert habe, weil ich Crash von der Optik her, vom ganzen Stil her, immer, keine Ahnung, der war halt immer so dieser, keine Ahnung, wie nennt man das? Oh, hier gedrückt halten kommt man auch wesentlich höher, ich verstehe. Crash sah halt optisch schon immer so ein bisschen nach dem Rebellen aus, nach dem weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie man das vernünftig erklären soll. Ihr versteht aber, glaube ich, so wie das meine, so, keine Ahnung, keine Manieren, einfach alles kaputt hauen, was in den Weg kommt, so der Rüpel. Und deswegen fand ich ihn irgendwie immer ziemlich unsympathisch. Weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich war der immer etwas unsympathischer. Spyro war zwar vom Charakter damals auch so ein bisschen so drauf, aber, keine Ahnung, da habe ich es irgendwie akzeptiert. Weil er eben von der Optik her auch null so aussah. Ja, die kriege ich eh nicht mehr alle zusammen. Den ersten habe ich vergeudet. Oder weggeschossen mal wieder. Oh, die halten nur eine kurze Zeit so. Oh, noch hältst du. Sehr gut. Einen Versuch habe ich also noch. Und den gedrückt halten und springen bringt also nichts. Also nicht wie bei Mario mit den Goombas. Die Spielmechanik muss man natürlich erstmal ein bisschen rausbekommen. Wenn man vorher Crash noch nie gespielt hat, ist das natürlich alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Ich dachte, ich springe vielleicht zu hoch, wenn ich die Sprungtaste komplett gedrückt halte. Deswegen habe ich sie nur kurz gedrückt, aber das war zu wenig. Okay, das war eine richtig beschissene Situation. Oh Mann, unsere Leben werden immer weniger. Wir hatten mal über 10. Also ohne Game Over werden wir auf jeden Fall nicht rausgehen. Wenn das hier wirklich noch die erste Welt sein sollte. Ich habe keinen Plan, ob sich das Setting noch irgendwie ändert. Ob es hier wirklich verschiedene Welten gibt. Was ist das denn? Oh. Wir fliegen also als Engel davon. Ist das eine Animation von Coco oder hatten wir über den Crash auch schon mal? Wurde noch nie von solchen Stacheldingern getroffen. Vielleicht kommt die bei Crash auch, wenn man von solchen Stacheln getroffen wird. Na, endlich der Checkpoint. Und darüber, du weg. Da lang, da. Oh Gott, oh Gott, so. Oh oh.
Scheiße! Oh, ich dachte, da drauf sind wir sicher. Ich dachte, dafür ist die Metallkiste da. Dass man eben sicher ist vor der Explosion. Wie gesagt, wenn man das Spiel überhaupt nicht kennt, dann muss man halt diese... Hä? Das hat sie doch nur getroffen! Vorher passiert das auch, dann scheint es wirklich eine Coco-exklusive Animation zu sein. Was soll denn das? Die trifft uns doch gar nicht! Okay, die Hitboxen sind also nicht so toll. Zumindest beim Feuer sind die Hitboxen nicht so toll. Wenn man so ein Spiel halt so das allererste Mal spielt und eine komplette Spielreihe das allererste Mal spielt, die halt teilweise auch noch etwas älter ist, muss man sich halt erstmal wirklich so an die Gegebenheiten gewöhnen. Also wann stirbt der Charakter, in welcher Situation, in welcher stirbt er nicht? Was hält er so aus? Wovon darf man getroffen werden? Wovon sollte man besser nicht getroffen werden? Kann man auf Gegner draufspringen oder eher nicht? Was macht denn der Affe da? Renn doch weg! Hä? Warum rollt denn jetzt wieder? Ich dachte, wenn der jetzt anfängt zu trommeln, dann braucht er noch einen Moment, um wieder... Diese Affen sind so unvorhersehbar. Die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Eben steht er dann eine Dreiviertelstunde und dieses Feuer hat so eine beschissene Hitbox. Okay. Ich denke mal, wir werden in diesem Level unser erstes Game Over erfahren. Da wir viermal an der beschissenen Hitbox eines Feuers gestorben sind. Und über das Level hinaus, glaube ich, insgesamt dreimal an unvorhersehbaren Affenaktionen. So, jetzt komm. Und als Rache dafür kriegst du noch einen drauf. Ja, den ersten haben wir weggeschossen. Das ist ein bisschen scheiße. So. 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 Und... Ja. Oh oh. Da gibt's eine Akku-Akku-Maske. Die will ich haben. Damit uns der nächste Affe und das nächste Feuer nochmal verarschen können. Ohne dass wir direkt sterben. Und den Checkpoint nehme ich natürlich auch. So. Und da hat das nächste Feuer auch schon verarscht. Nein! Da ist das Feuer ja im beschissensten Zeitpunkt hochgegangen. Ah. Ja, unsere Leben werden knapp, unsere Leben werden knapp. Okay. Feuer. Jetzt gehst du hoch und jetzt kann ich rüber. Hä? Das war unser letztes Leben, ne? Nein, war es nicht. Jetzt ist unser letztes Leben. Oh mein Gott. Wow. Und dann sterbe ich so. Game over. Okay. Cooler Game Over Screen. Aber ich hoffe, dass ich ihn nicht zu oft sehen müsste. Aber da ich immer noch der Meinung bin, dass wir uns immer noch in der ersten Welt befinden, habe ich so das Gefühl, als wenn wir ihn doch noch etwas öfter sehen würden. Und sind wieder hier. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn wir uns zwei Gegentreffer erlauben können und hier zu sein. Damit dürfen wir uns noch einen Gegentreffer erlauben. Damit dürfen wir uns gar keinen Gegentreffer mehr erlauben. Das war ziemlich verschenkt. Weil genau hierfür hätte ich es gebraucht. Jawohl, so weit waren wir noch nie. Und egal, ob wir dabei gestorben sind oder nicht. Okay. Einen Fehler dürfen wir uns leisten.
Das darf nicht wahr sein, wie ich das jedes Mal verkacke mit dem Feuer. Okay, letzter Versuch und dann dürfen wir wieder alles von vorne machen. Und das war's. Ach du Scheiße, okay, ich cutte das sowas von raus. So, ich habe jetzt extra mal die erste mitgenommen, damit wir hier im Bonuslevel vielleicht ein paar Leben sammeln können. Vielleicht funktioniert das ja besser. Aha, da oben war schon mal eine versteckte Truhe. Gut zu wissen. Nein, nicht die letzte Truhe. Okay, ich glaube, man verliert hier aber kein Leben, oder? Ich glaube, man verliert hier kein Leben. Das heißt, wir können das unendlich oft probieren und bekommen im Endeffekt auf jeden Fall 2 Leben raus. Jawohl. Also, 2 extra Leben. Für das Hauptlevel. Damit haben wir jetzt 6. Also, wenn wir es damit nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Okay, und wieder den Checkpoint aktiviert. Auch wenn ich hier jedes Mal sterbe, habe ich den Checkpoint aktiviert und habe jetzt hier wie viele Leben? 5? Jawohl. Also noch 5 Mal dürfen wir sterben. Jetzt müssen wir das Kacklevel doch schaffen. Oh, das war ein schlechter Zeitpunkt. Und go. Und go. Nein! Die Blume auf dem Abschnitt ist ja so behindert, Kacke. Und da freue ich mich, dass ich den scheiß Feuerabschnitt da geschafft habe. Was war das denn jetzt schon wieder? Och Mann. Ich werde es schon wieder nicht schaffen. Komm schon. Coco, ich traue dir. Ich glaube an dich, wie auch immer. Und go, go, go. Yes! Leben! 2 sogar. Nein, wir haben eins weggeschleudert. Egal. Stirb. Dahin. Wie lange geht denn das noch? Hä? Hä? Also jetzt ganz ehrlich, hä? Okay, wir dürfen die Akku-Maske bis zu dem Punkt nicht verlieren, weil ich nicht weiß, wie man es sonst machen soll. Hier ist schon wieder so ein komisches Zeichen. Doch, hier hat man wieder ganz klar gesehen, wir können da durchfallen. So, und an dieser Stelle haben wir jetzt zum Glück die Akku-Akku-Maske. So. Und wir haben sie verloren. Das ist doch... Was ist denn das für ein krasser Schwierigkeitssprung jetzt gewesen vom letzten Level zu diesem hier? Ich bin hier 5-mal Game Over gegangen oder so mittlerweile. Oder 4-mal oder 3-mal, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 4-mal. Und das 5. Mal steht jetzt aber kurz bevor. Und das, obwohl ich hier extra mit 7 Leben oder so durchgegangen bin jetzt. Und das war die Akku-Akku-Maske und damit können wir es vergessen. Oh Gott! Ich verstehe, warum dieses Spiel jetzt eines der schwersten Jump'n'Runs aller Zeiten geht. Wieso? Wie soll ich das denn schaffen? Wie habe ich das denn sonst geschafft? Das ist doch zum Kotzen. Und letztes Leben. Juhu, wir sind mit 7 Leben an dieser Stelle gewesen und schaffen es trotzdem nicht. Ja, wir haben sogar zwischendurch, glaube ich, 3 oder 4 Leben noch eingesammelt. Das sind 11 Leben durch diesen letzten Abschnitt hier gegangen. Ich habe ja vorher kein einziges verloren. Das heißt, ich bin ja mit 11 Leben nur durch diesen letzten Abschnitt hier und schaffe es trotzdem nicht.
Moment, warum ist denn da jetzt ein Checkpoint? Warum ist hier jetzt plötzlich ein Checkpoint? Der bringt mir nichts mehr, weil ich kein Leben mehr habe. Aber warum ist hier jetzt ein Checkpoint? Da waren noch beim ersten Mal zwei Leben drin. Und beim zweiten Mal nur noch Äpfel. Nein, das war das Ziel! Ich hätte schwören können, dass das das Ziel war. Game over. Wir hätten uns da mit Sicherheit nur noch nach oben kämpfen müssen. Bei diesen nach oben Springplattformen kann man ja nicht sterben und dann hätten wir es geschafft.